Ich möchte mit euch heute über die standesamtliche Trauung sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Dir ist bestimmt direkt aufgefallen, ich habe was ganz Besonderes an, und zwar ein hübsches Kleid. Ja, das ist das Kleid, mit dem ich meine standesamtliche Hochzeit feiern durfte. Und ja, ich wollte euch das jetzt einmal zeigen, weil das eben was ganz Besonderes ist, und ich möchte auch einmal darüber reden, was das eben für eine Stilrichtung ist. Ich und Maximilian haben ja eine Vintage-Hochzeit gefeiert, die auch ein paar ein paar klassische Elemente aufgewiesen hat. Vintage und klassisch, das ergänzt sich ja auch immer ganz gut. Und dieses Kleid ist jetzt der Inbegriff von Vintage. Ich werde ja später auch nochmal natürlich auf das Kleidungsthema eingehen. Da reden wir nochmal ganz im Speziellen über das Brautkleid. Aber an dieser Stelle, finde ich, passt das ganz gut, das einmal kurz zu erwähnen. Wie man jetzt sieht, also das ist eben das klassische Vintage-Kleid, so ein bisschen locker leicht, ein bisschen feenhaft. Und man könnte auch denken, ich habe das irgendwie von der Urgroßmutter übernommen. Also mit diesen kleinen Perlenapplikationen, dieses verspielte, niedliche, das wirkt schon fast so ein bisschen wie aus eben so einer vergangenen Zeit. Das ist jetzt eben nur auf alt gemacht und ist nicht wirklich alt, also ich habe es nicht geerbt. Aber ich fand das eben ganz, ganz schön, und es hat auch gut gepasst. Dazu passend habe ich jetzt dieses Kopfteil auf. Das ist eben auch in diesem Vintage-Look mit diesen kleinen, das greift hier nochmal diesen Glitzer so ein bisschen auf. Und dann sind hier so Blätter, das ist fast schon so ein bisschen griechisch angehaucht. Aber ich fand, das passte so ein bisschen zu diesem feen-elfenhaften Look. Und auch dieses Verspielte wird da wieder aufgegriffen. Man könnte das Ganze jetzt auch noch ein bisschen anders gestalten, wenn man jetzt statt jetzt auf Goldschmuck zu setzen oder auf anderen Metallic-Schmuck so ein bisschen mehr mit Perlen das Ganze kombiniert. Das passt natürlich super gut, wenn man jetzt sich einmal das wegdenkt, was ich auf dem Kopf habe, dann ist das hier natürlich, werden die Perlen aufgegriffen, und das wirkt dann schön, wie ich eben so meinte, auf alt gemacht, so ein bisschen nach der Großmutter. Oh, jetzt hat sich hier bei mir gerade was verfangen. Naja, egal, dann lasse ich sie einfach so hängen. Und hänge es mir so ein bisschen um, dann kann man sich vorstellen, wie es aussehen würde. Hier habe ich auch noch so eine kleine Brosche mitgebracht. Das wäre auch noch ein super Accessoire, mit dem man das Outfit ergänzen könnte. Und das wirkt dann natürlich nochmal also da greift man noch natürlich perfekt den Vintage-Stil auf. So, jetzt wollte ich da auch nicht zu viel drüber reden, denn da kommen wir, wie gesagt, später noch einmal zu. Was ich jetzt eigentlich verwirklichen möchte damit, oder was ich euch damit zeigen möchte, ist, heutzutage ist die standesamtliche Trauung auf gar keinen Fall mehr bloß ein bürokratischer, langweiliger, strenger Akt. Es ist nicht bloß trocken, sondern man kann heute da wirklich die filmreife Trauung abliefern. Also mit allem, was man sich darunter vorstellt, mit Blumenschmuck, mit Musik, mit einem schönen Hochzeitskleid. Und ich habe mich ehrlich gesagt vor der standesamtlichen Trauung gefragt, weil ich das bei meinen Eltern noch so mitgekriegt habe. Die hatten da eher so was ganz Schlichtes an, schlichter Anzug, schlichtes Kostüm, und sind dann eben dorthin gegangen, und da war das auch noch gar nicht so aufgebauscht. Und danach hatten die eine kirchliche Hochzeit, und da haben die dann nochmal richtig aufgewartet. Und da habe ich mich halt gefragt, wie ist das denn jetzt bei uns? Ist das immer noch so? Und habe mich da informiert, und ja, nee, also heutzutage ist das ganz anders. Der Grund liegt darin, dass ganz viele Paare sich heutzutage gar nicht mehr entscheiden, kirchlich zu heiraten. Das heißt also, wenn das Standesamt da jetzt nicht mitspielen würde, könnten die gar nicht mehr diesen vielleicht märchenhaften Auftritt haben, den man sich mal so als Mädchen gewünscht hat und vorgestellt hat. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Ja, so, jetzt musste ich mich doch einmal von dieser Kette hier befreien. Da haben wir einen kleinen Cut gemacht, wisst ihr bestimmt aufgefallen. Da möchte ich einmal nur kurz zu sagen zu dem Thema. Auch bei der Hochzeit geht eben mal was schief, da kann sich mal was verfangen oder auch mal was Größeres passieren, wie das Auto springt nicht an, das Hochzeitsgefährt springt nicht an. Es ist immer wichtig, die Ruhe zu bewahren und nicht die Nerven zu verlieren, weil es kommt immer auf die eigene Stimmung an. Wenn du guter Stimmung bleibst und sagst, ist mir egal, das ist heute meine Hochzeit, dann steigen wir halt in ein Taxi, dann ändert das nichts am Tag, dann ist der Tag wunderschön. Und wenn du dich aber reinsteigst und sagst, ah nein, wir wollten ja unbedingt da und da mitfahren und jetzt geht das nicht, ne, dann machst du dir selber den Tag irgendwie schlecht, und das wäre schade. Also egal, immer wenn mal eine Kleinigkeit schief geht, die Ruhe bewahren ist ganz wichtig. Und nun zurück zum Thema. Also abschließend nochmal dazu. Du kannst heute ins Standesamt gehen, wie du möchtest. Du kannst da sogar mit einem Ballkleid aufwarten, mit einem Prinzessinnenkleid, was so richtig ausladend ist, mit einem fetten Blumenstrauß, mit einem Diadem. Du wirst da heutzutage nicht mehr komisch angeguckt, denn das ist mittlerweile normal geworden. Ganz viele Bräute entscheiden sich dafür.
Ja, und eben auch nochmal, um auf den Bräutigam zurückzukommen, oder darüber habe ich eben noch gar nicht geredet, der kann natürlich auch in einem schicken Anzug kommen, mit einem Revers-Gesteck, mit allem, was dazugehört, Weste, Plastron, und muss sich da eben nicht verstecken. Also ihr müsst heutzutage nicht schlicht kommen, jeder kann kommen, wie er möchte.